hier, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt das Interview mit dem Sack. Der doch etwas andere Interview-Podcast. Denn neben Gast und Gastgeber ist immer mit dabei ein Sack voller Gesprächsthemen. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Martin Klostermann und das hier ist die Folge Nummer 0010, Folge 10 vom Interview mit dem Sack, dem Interview mit dem Improfaktor, denn auch Andrea, die Stimme aus dem Off, mischt sich bei unserem Gespräch ab und zu ein, und zwar so. Es ist wieder Zeit für den Sack. Immer wenn sie das macht, dreimal während des Gesprächs, dann fordert sie meinen Gast und mich damit auf, ein zufälliges Thema aus diesem Sack hier, den ich dabei habe, zu ziehen und dem Gespräch somit eine neue Richtung zu geben. Wir sind in Berlin, Samstagmorgen, und ich sag mal Hallo Gast. Hallo, morgen. Es ist jetzt 8:45 Uhr, recht zeitig noch. Darf ich fragen, wann Sie aufgestanden sind und wie Ihr Tag bisher aussah? Also ich bin um 2:30 Uhr eingeschlafen, weil ich feiern war noch, ja. Und dann bin ich um 5:45 Uhr aufgestanden und habe schon fast eine Buchbesprechung zu Ende geschrieben. Also ich habe 4 Seiten geschrieben und 2 werden es noch werden. Das ist mein Tag bisher. Da fühlen Sie sich wohl mit so wenig Schlaf? Ja, klar. Also wenn ich dann müde bin, dann schlafe ich mittags oft dann noch. Ja, also ich schlafe am Wochenende oft tatsächlich nur 3-4 Stunden und dann aber mittags nochmal. Also die Balance unterm Strich. Ja, manchmal schlafe ich auch 3-mal, also immer dann, wenn ich müde bin. So. Gut, dann würde ich sagen, hören wir mal, wer Sie eigentlich sind. Unser Gast ist 60, er heißt Dr. Dr. Rainer Zietelmann und der war bzw. ist viel. Historiker mit Doktortitel, Journalist, Bodybuilder, PR-Unternehmer, Immobilienmillionär und Reichtumsforscher. Für seine zweite Doktorarbeit in Soziologie hat Zietelmann mit Dutzenden Multimillionären und Milliardären gesprochen. Nachzulesen im Buch Die Psychologie der Superreichen. Und das ist nicht sein einziges. Über 20 Bücher hat Dr. Dr. Rainer Zietelmann bis heute veröffentlicht. Ja, und damit herzlich willkommen, Herr Zietelmann bzw. Herr Dr. Dr. Zietelmann. Kommt es da gelegentlich zu komischen Situationen im Alltag wegen des doppelten Doktors? Nee, also das sagt man ja auch nicht. Man sagt ja nur Doktortitel, man spricht also nicht 2 Doktortitel jetzt aus. Ich war mir im E-Mail-Verkehr mit Ihnen so ein bisschen unsicher, wie ich das jetzt machen soll. Ja, ich habe das mehr so als Markenzeichen genommen sozusagen. Eigentlich macht man das ja gar nicht so, aber für mich ist es ein bisschen so ein Markenzeichen, um mich von anderen zu unterscheiden, schon, eins von vielen. Schon außergewöhnlich, der doppelte Doktor. Gibt es nicht so häufig. So, ja. Und ein einfaches Herr Zietelmann reicht auch mal im Gespräch, wenn man dann den Doktor wahrgenommen hat? Oder ist es schon schön, wenn der kommt? Können wir heute auch so machen. Ja? Gut, vielleicht mache ich Gebrauch davon. Vielen Dank. Im ersten Zietelmann-Buch geht es um Hitler. Eines dreht sich um Kraftsport, andere um Vermögen und Erfolg. Was ist Ihre Motivation, Bücher teils so unterschiedlicher Themensetzungen zu schreiben? Naja, ich habe generell Freude am Schreiben und lerne auch selbst immer eine Menge dazu, wenn ich schreibe. Also ich habe nie so viel gelernt, wie wenn ich ein Buch schreibe, weil man dann ja sehr intensiv immer sich mit einem Thema befassen muss. Und wenn ich neugierig bin auf ein Thema oder auch der Meinung bin, dass es irgendwo zu einem Thema eine falsche Wahrnehmung gibt, ja, dann schreibe ich darüber und unter anderem auch Bücher. Ich schreibe ja nicht nur Bücher, sondern auch viele Artikel, Essays. Aber in einem Buch kann man natürlich sehr viel ausführlicher die Argumente darlegen und begründen als jetzt in einem kurzen Essay. Aber ich habe einfach Freude dran. Liegt auch vielleicht ein bisschen in der Familie. Mein Vater, der ist jetzt 89 und hatte auch vor einem Jahr noch eine 1200 Seiten Biografie über Kepler veröffentlicht, ist also auch ein erfolgreicher Schriftsteller und insofern liegt es dann vielleicht auch ein bisschen in der Familie drin. Über die Superreichen sprechen wir später noch. Das aktuelle Buch, das heißt Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Ich kann ja mal vom Klappentext kurz zitieren, damit wir da so ein bisschen reinkommen ins Thema. Der Markt hat versagt, wir brauchen mehr Staat. Das behaupten seit dem Ausbruch der Finanzkrise vor 10 Jahren Politik, Medien und Intellektuelle. Rainer Zietelmann, mehrfacher Bestsellerautor, vertritt die Gegenthese. Mehr Kapitalismus ist gut für die Menschen. Der Autor begibt sich mit dem Leser auf eine Reise durch die Kontinente und Zeiten und zeigt,
In Ländern, in denen der Staat seinen Einfluss beschränkt und die Menschen dem Markt mehr vertrauen, steigt der Wohlstand und geht die Armut zurück. Das Thema Kapitalismus mag jetzt erstmal ein bisschen trockenen Anstrich haben. Es liest sich aber recht kurzweilig, hat amüsante Anekdoten drin. Vielleicht kommen wir auf die eine oder andere gleich noch zu sprechen. Sie haben der linken Politikerin Sarah Wagenknecht ein Exemplar geschickt. Haben Sie was gehört? Nee, noch nicht. Und es hat auch nicht nur die eins bekommen, sondern das war eine Idee gar nicht von mir, sondern von zwei Freunden, Unternehmern, die haben geholfen. Das hat jetzt von der Merkel bis zur Wagenknecht und vom Gauland bis zum Lindner, gut, der Lindner hat es vorher schon gehabt, weil ich den gut kenne, aber haben es alle 709 Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Und ein anderer Freund hatte die Idee, das an die 160 Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses zu schicken, und die haben es also auch alle. Gab es Rücklauf? Ja, also der eine oder andere. Also interessanterweise der regierende Bürgermeister Müller, hat als erster einen Brief geschrieben, hat dem Buch sehr viele Leser gewünscht, wo ich dann eine gewisse Skepsis hatte, ob er es selbst gelesen hat. Ja, weil das ja ungefähr so das Gegenteil von seinen eigenen Ansichten ist. Aber vielleicht war es auch einfach nur nett gemeint. Wünschen Sie sich Kapitalismuskritiker als Leser? Ja, auf jeden Fall schon. War ich selbst ja auch mal früher. Wobei eigentlich das Buch sich nicht so sehr, ich mache mir da keine Illusionen, dass es jetzt von vielen Kapitalismuskritikern gelesen wird, weil doch die meisten Menschen leider dazu neigen, überwiegend Bücher zu lesen, die sie in ihren eigenen Meinungen bestärken und nicht verunsichern. Ja, ich bin eine Ausnahme. Also ich lese gerne auch andere Bücher, die genau die gegenteilige Meinung haben. Also das, was ich heute früh besprochen habe, ist genauso ein Buch. Das heißt Reichtum als moralisches Problem. Das habe ich gerade gelesen von einem Philosoph aus Dortmund, der Reichtum verbieten will. Also das habe ich auch von vorn bis hinten gründlich gelesen. Aber die meisten Menschen lesen ja keine Bücher, die jetzt, sagen wir, entgegengesetzte Meinung haben. Ich tue das. Aber das Buch richtet sich ja eigentlich auch an eine andere Zielgruppe, nämlich an Menschen, die vielleicht irgendwo gefühlsmäßig eher für den Kapitalismus sind, denen aber die richtigen Argumente fehlen, wenn sie dann mit Antikapitalisten diskutieren, und die in dem Buch Argumente finden, um dann in Diskussionen besser ihren Standpunkt vertreten zu können. Ihre These lautet, Kapitalismus ist gut für die Menschen. Warum? Ja, das Besondere an dem Buch ist, dass ich gerade nicht irgendwie abstrakt argumentiere, sondern dass ich mir einfach die Geschichte der letzten 70 Jahre anschaue, weil für mich ist die Geschichte sowas wie ein großes Experimentierfeld, wo man einfach gucken kann, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja, und das ist, sagen wir, erstmal der wichtigste Ansatz. Das ist zum Beispiel der Unterschied zu dem Buch, was ich im Moment gelesen habe. Der denkt sich einfach irgendwas aus und meint, so sollte die Welt sein. Ob es jetzt funktioniert oder nicht, weiß keiner. Nach dem Motto, man könnte es ja mal ausprobieren, mal gucken, was dabei herauskommt. Und so denke ich genau nicht, sondern ich sage, wir gucken einfach mal in der Geschichte, was ist passiert. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel China, was ja, wo noch Ende der 50er Jahre 45 Millionen Menschen verhungert sind beim größten sozialistischen Experiment, was es je gegeben hat in der Geschichte. Und noch Anfang der 80er Jahre war die Armutsquote in China bei 88%. Inzwischen ist sie auf 2% gesunken. Und was ist passiert in der Zwischenzeit? Der Staat, der immer noch stark ist in China, aber wurde Stück für Stück zurückgedrängt. Der Markt wurde mehr Raum eingeräumt, mehr Privateigentum, mehr Markt. Und dieser Prozess hat einfach dazu geführt, dass es den Menschen besser geht, dass heute niemand mehr in China hungert, also mehr Marktwagen, mehr Kapitalismuswagen, und das Potenzial ist ja noch nicht ausgeschöpft. Man weiß nicht, ob die Chinesen weiter den Weg gehen, aber wenn sie denn so weitergehen, dann wird es auch noch mehr Wohlstand geben. Oder ich habe da ein anderes Beispiel in dem Buch, Nord- und Südkorea. Das wissen viele ja nicht, dass Korea noch in den 60er Jahren ein ganz, ganz armes Land war, so wie heute die ärmsten Länder Afrikas. Und in Nordkorea hat sich auch für die Menschen seitdem nicht so sehr viel geändert. Da verhungern ja immer noch Tausende, Hunderttausende. Das Einzige, wo Geld für da ist, ist für die Atomaufrüstung. Aber den Menschen geht es sehr schlecht. Während Südkorea ist eine der führenden Exportnationen der Welt geworden. Und wir haben ja alle Produkte auch aus Korea. Und den Menschen geht es sehr viel besser. Und der Grund: in Südkorea ist man halt den kapitalistischen Weg gegangen, den marktwirtschaftlichen Weg, und in Nordkorea ist man den staatswirtschaftlichen, planwirtschaftlichen Weg gegangen. Und so habe ich eine ganze viele Beispiele drin in dem Buch, wo ich einfach sage,
fang mal nicht an zu theoretisieren, was könnte besser sein oder ich denke mir mal irgendwas Schönes aus, sondern einfach mal die Wirklichkeit sich angucken, was ist passiert, da wo es mehr Kapitalismus gegeben hat und da wo es weniger Kapitalismus gegeben hat. Sie erwähnen den Autor, der einfach eine These, eine Theorie in den Raum stellt. In dem Buch sagen Sie, okay, der Kapitalismus ist natürlich gewachsen, kann man das so sagen? Also ja, wie Pflanzen wachsen oder wie Lebewesen sich entwickelt haben. Da hat ja nicht irgendwie sich einer hingesetzt und ein Buch geschrieben und ausgedacht und dann haben die Politiker das umgesetzt, wie es beim Sozialismus ist. So war das ja nicht, sondern das ist ein System, was vor ungefähr 200, 250 Jahren einfach naturwüchsig entstanden hat, sich entwickelt hat und seitdem für so viel Wohlstand gesorgt hat, wie nie ein anderes System in der Geschichte. Und gerade in den letzten Jahrzehnten ist ja die Armut auf der Welt und der Hunger so stark zurückgegangen wie nie, nicht nur wegen China, sondern auch wegen Indien. Und deswegen glaube ich einfach, ist ein sehr erfolgreiches System, das sehr viel beigetragen hat, Hunger und Armut zu bekämpfen. Und das Absurde ist, dass in der öffentlichen Wahrnehmung der Kapitalismus als menschenverachtender Raubtierkapitalismus, der schuld ist an allem Bösen dieser Welt, an Ausbeutung und Hunger und Armut dargestellt wird. Und der Sozialismus irgendwo als was mit dem humanen Ansatz dabei ist, sind alle, ausnahmslos alle sozialistischen Experimente, die es jemals in 100 Jahren gab, gescheitert. Und bei vielen sind auch eine Menge Menschen gestorben. Und deswegen finde ich so absurd, dass ein System, was so viel Gutes für die Menschen getan hat und so viel Elend und Hunger beseitigt hat, so ein schlechtes Image hat und ein System, das so viel Elend und Not über die Menschen gebracht hat, wie der Sozialismus, so ein gutes Image hat. Finanzkrise 2008 beispielsweise wird ja oft dargestellt als eine Folge des Kapitalismus. Da sagen Sie, nee, ist andersrum. Das ist eigentlich passiert durch zu starke staatliche Einmischung. Ja, das weiß ich auch ganz detailliert nach in dem Buch. Ist ein bisschen kompliziertes Thema vielleicht auch für so ein Interview, aber vereinfacht gesagt, das waren zunächst staatliche Maßnahmen, nämlich dass durch Gesetze Banken, Finanzdienstleister gezwungen wurden, Kredite an Menschen auszugeben, die überhaupt nicht kreditwürdig waren. Das hat man unter der Parole gemacht, dass man die Eigentumsbildung bei Minderheiten, also bei Schwarzen oder bei Hispanics fördern wollte und hat deswegen dann aus politischen Gründen Banken gezwungen, in großem Maßstab Kredite zu vergeben an Leute, die sich nie ein Haus leisten könnten. Und natürlich ist es früher oder später schiefgegangen. Zwischendrin hat man diese ganzen Kredite dann noch gebündelt und auch quasi staatliche amerikanische Banken, die größten Hypothekenbanken der Welt, haben einen Großteil davon aufgekauft. Andere wurden durch staatliche Landesbanken hier in Deutschland aufgekauft. Also das waren am Anfang bestimmte politische Vorgaben, die man gemacht hat. Und das hat überhaupt nichts mit Markt oder Kapitalismus zu tun, sondern genau mit dem Gegenteil. Sie sagten schon, ein bisschen komplexes Beispiel. Ja. Wir können ja noch ein einfacheres rausnehmen. Sie haben ganz hübsche Anekdoten in Ihrem Buch, wo der Sozialismus ja recht kuriose Blüten getrieben hat. Beispielsweise denke ich an Astrid Lindgren. Ja, also mit der Astrid Lindgren, das ist besonders interessant, weil ich meine, ich habe ja jetzt Beispiele mal genannt von dem kommunistischen Ländern, wo ja eigentlich heute keiner sagt, wir wollen wieder so ein System haben wie in Russland oder wie es in China früher war oder der DDR. Aber was vielen Menschen vorschwebt, die sprechen so von einem skandinavischen Sozialismus, wie er in Schweden oder Dänemark realisiert sein. Das ist aber jetzt einfach eine Wissenslücke bei vielen Menschen. Das gibt es längst nicht mehr, das sozialistische System in Schweden. Das gab es mal, und zwar in den 70er, 80er Jahren und hat so abstruse Züge angenommen, dass die Schweden das längst wieder korrigiert haben. Und Schweden ist heute ein Land, das in vieler Hinsicht sogar kapitalistischer ist als die Bundesrepublik Deutschland. Aber damals war das so, das stimmt. Da gibt es viele absurde Geschichten, die ich in meinem Buch erzähle. Zum Beispiel die berühmte Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, die hat damals in einer großen schwedischen Zeitung ein Essay veröffentlicht mit der Überschrift ein Steuermärchen. Das war aber kein Märchen, sondern das war Realität, dass sie nämlich 102% Steuern zahlen musste. Und der Finanzminister hat dann gesagt, die sollte lieber weiter Märchen schreiben, weil sie nicht rechnen könnte. Und dann hat sich aber später herausgestellt, das musste auch der schwedische Ministerpräsident zugeben, also dass es mit den 102% tatsächlich gestimmt hat. Oder zum Beispiel der
Dampfrad, der IKEA erfunden hat, den hat man durch diese extreme Besteuerung dann aus dem Land vertrieben. Der ist dann gegangen, ja, erst nach Dänemark. Später hat er dann den größten Teil seines Lebens in der Schweiz gelebt. Und das ist natürlich nicht von Vorteil für ein Land, wenn man dann die reichen Menschen durch solche extremen Steuern vertreibt. Und die ganze schwedische Wirtschaft ist damals an die Wand gefahren. Und das hat man aber erkannt und hat dann marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt, also mehr Kapitalismus wieder gewagt. Und seitdem geht es in Schweden auch wieder besser. Und ein anderes Beispiel, was ich benenne, ist Großbritannien. Das wissen viele gar nicht mehr. In den 70er und 80er Jahren war das eine absolute Katastrophe. Hohe Arbeitslosigkeit, hohe Inflation. Den Menschen ging es also wirklich schlecht. Überwiegend wurde permanent gestreikt, so viel wie in keinem anderen Land der Welt. Und ja, das Land ist vollkommen vor die Wand gefahren, musste sogar dann Hilfszahlungen vom Internationalen Währungsfonds in Anspruch nehmen, was normal nur ganz arme Entwicklungsländer machen müssen. Bis dann Margaret Thatcher kam, hat marktwirtschaftliche Reformen gemacht, die Arbeitslosigkeit ging zurück, die Inflation ging zurück und der Mehrheit der Menschen ging es viel besser. Also das sind alles Beispiele einfach aus der Praxis, die zeigen, dass wenn man mehr Kapitalismus wagt, dass es am Schluss für die Menschen besser ist. Okay, bitte zieht jetzt Thema 1 aus dem Sack. Der Sack ist dran. Zum Ersten. Mögen Sie mal reingreifen. So. Freunde steht da drauf. Ja? Das Thema Freunde. Sie sind ein Netzwerker, ist zu lesen in Ihren Büchern. Ist das ein Unterschied zwischen, für Sie zwischen dem beruflichen und dem privaten Netzwerk? Nicht so stark. Also sagen wir mal, Freunde in dem Sinn, wie andere Männer das haben, die Kumpels, mit denen ich mich in die Kneipe setze und trinken Bier, die gibt's bei mir nicht. Ja? Sondern was bei mir der Fall ist, dass Menschen, mit denen ich beruflich zu tun habe, dass ich da oft einen großen Teil, auch wenn ich es noch gar nicht so kenne, auch über private Dinge spreche. Also manchmal schon im ersten Gespräch und bei manchen entwickeln sich dann auch Beziehungen, die weit über das Geschäftliche hinausgehen, also dass man viel über Persönliches spricht. Ja. Aber ansonsten sind meine Freunde eigentlich meistens jünger und weiblich. Ah, ja. Verstehe. Ja. Aber so wie gesagt, wie andere, die Kumpels, mit denen ich mich in die Kneipe setze und trinken Bier, also das habe ich nicht, habe ich auch keine Zeit für, habe ich auch kein Bedürfnis danach, weil ich, wie gesagt, im Berufsleben da nicht so stark trenne und dann, ja, manchmal schon, ich lerne unglaublich viele neue Menschen kennen und oft ist ein Großteil der Gespräche, geht's gar nicht ums Geschäft, auch wenn es geschäftliche Gespräche sind. Gab es die Phase mal mit Kumpels in die Kneipe gehen und... Ja, die gab es mal, wo ich so in den 20er Jahren war. Klar, da ist man dann oder jünger in so Klicken drin, hat zusammen Haschisch geraucht oder Bier getrunken, habe ich damals sehr exzessiv gemacht, Alkohol getrunken. Also das gab's schon. Ja. Was wäre denn heute so eine typische Freunde oder wie Sie erwähnen, Freundinnen-Tätigkeit? Wenn man sagt, jetzt ist wirklich mal nur Freizeit, was stünde dann an? Naja, ich gehe oft feiern, also schon seit 40 Jahren bin ich eigentlich immer Freitag, Samstag in den Diskotheken unterwegs, ja, das ist so. Sind 60 geworden, gehen noch schön auf die Piste, so richtig, in die Berliner Clubs. Absolut, ja, und gehe auch viel trainieren, ich trainiere 4 bis 6 Mal die Woche, also die beiden Sachen, die sind so eine Konstante in meinem Leben. Ich vermute, ohne Alkohol feiern. Oder mit naja, klar, weil ich habe jetzt seit 32 Jahren keinen Tropfen Alkohol getrunken, weil ich hatte eine Phase, wo ich also deutlich zu viel getrunken habe und habe dann auch gemerkt, dass das viel zu viel war und habe seit 32 Jahren jetzt keinen Tropfen mehr getrunken. So. Gibt es etwas, was Freunde leisten können, Ihrer Meinung nach, was Geschäftspartner beispielsweise nicht leisten können? An was denken Sie da jetzt zum Beispiel? Vielleicht eine Art von Gespräch mit einer Tiefe, also philosophisch, die so nicht herstellbar wäre mit jemandem, mit dem Sie vielleicht auch noch Geschäfte machen? Nee, das ist ja auch nicht, Geschäftsfreunde meine ich jetzt nicht unbedingt Leute, mit denen ich aktiv Geschäfte mache, sondern mit denen ich irgendwo im geschäftlichen Kontext zusammengekommen bin und die
da entwickeln sich Freundschaften, die aber teilweise gar nicht mal durch persönliche Treffen sind, weil die nicht unbedingt auch in Berlin wohnen, sondern per Mail. Also ich kann mal sagen, ein sehr guter Freund von mir, der ist leider jetzt gerade gestorben. Das war mein ehemaliger Chef bei der Welt, der Löffelholz. Ja. Den habe ich ziemlich selten gesehen, aber wir haben teilweise fast jeden Tag gemailt, tausende Mails ausgetauscht. Der hat jedes Buch von mir gelesen, Wort für Wort, im Manuskript schon und dann Gegenmeinungen gegeben und wir haben ganz kontrovers diskutiert und so habe ich eine ganze Reihe Freunde, die dann zum Beispiel meine Bücher vorher kritisch lesen und mit mir diskutieren oder ein anderer, den ich auch ganz selten sehe, Kommer, das ist einer der bekanntesten Finanzbuchautoren, ja, mit dem bin ich, der liest das auch alles im ständigen Austausch und da diskutieren wir darüber, also das sind es dann aber gar nicht unbedingt, dass man sich dann immer trifft, weil die Leute, wie gesagt, auch gar nicht jetzt in Berlin wohnen dann. Regelrechte Sparringspartner auch. Ja, ja, absolut. Also das ist für mich sehr wichtig. Ein Buch gebe ich vorher Menschen auch, die andere kritische Meinungen dazu haben, um zu gucken, wo könnte man das kritisieren. Das ist mir also sehr, sehr wichtig. So, ja. Wie gesagt, schade, dass der wichtigste Kritiker von mir, der ist jetzt, wie gesagt, gerade vor ein paar Monaten gestorben, weil das war schon, also war halt früher mein Chef, wo ich Ressortleiter war bei der Welt und er war Chefredakteur und da hat sich dann so eine Freundschaft entwickelt oder auch mit einem anderen ehemaligen Chef von mir, wo ich hier an der FU Berlin war, der Professor Falter heißt der, da tausche ich mich auch regelmäßig aus und oder ich habe jetzt in den letzten Monaten sehr viel mit einem Professor Keplinger, das ist einer der führenden Kommunikationswissenschaftler. Wir telefonieren dann und diskutieren über Sachen im Zusammenhang mit meinen Büchern. Ja, also da habe ich schon sehr viele soziale Kontakte. Halt, wie gesagt, nur das, so habe ich ja gesagt, irgendwo die Kumpels, mit denen wir danach zum Fußball spielen, mich interessiert kein Fußball, ich gehe mit niemandem zum Fußballplatz und so weiter. Ja, das gibt's halt bei mir nicht. Das ist vielleicht auch eine gute Unterscheidung, ne? Zwischen Kumpel und Freund. Der eine ist wichtiger fürs Leben. Der Freund kann einem sehr dienlich sein, beispielsweise bei so einem Prozess ein Buch zu schreiben. Und den Kumpel vermisst man im Zweifel dann vielleicht auch gar nicht so. Ne? Das ist Zeitvertreib eher. Wie gesagt, ich habe ja sonst viel, das sind dann weibliche Freundinnen, ja, meistens also einige, mit denen ich auch dann auf einer anderen Ebene kommuniziere oder relax oder zusammen Sachen unternehme. Jetzt verreise ich nächstes Wochenende zum Beispiel nach Monaco mit einer Freundin und deren Freundin noch oder dann verreisen wir in ein paar Wochen nach Barcelona. Ich gehe gerne ins Spa und lasse mich da massieren und behandeln und so weiter. Das mache ich dann zusammen. Also das sind dann eher so die Freizeitaktivitäten. Dankeschön. Zurück zum Aktuellen, bitte. Als junger Mann in Frankfurt am Main, da waren Sie selbst ein überzeugter Maoist. Wie würde der damalige Rainer Zittelmann über den heutigen denken? Naja, das wäre halt der Kapitalist, ja, der alles das verkörpert, was ich damals abgelehnt habe. Könnte eine spannende Diskussion sein. Ja, das wäre eine spannende Diskussion, wenn man da eine Zeitreise machen könnte und sich verdoppeln könnte und dann mit dem unterhalten könnte. Ja, das wäre schon eine interessante Diskussion. Sie beschreiben sich selbst als regelrechten Rebell zu Schulzeiten. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Ja, ich bin von Natur aus so, dass ich also oft meinen eigenen Weg gehe oder gegen den Strom schwimme. Und das war also, ich war ja Maoist damals. Ich habe mit 13 Jahren eine rote Zelle gegründet an meiner Schule. Habe auch eine Zeitung rausgegeben, die hieß Rotes Banner. Ja. Und da war ich also auch sehr bekannt an meiner Schule als Anführer von den Linken sozusagen. Ja. Und dann bin ich aber umgezogen von Frankfurt nach Darmstadt und die Schule, wo ich in Frankfurt vorher war, war eine sehr linke Schule, also auch mit überwiegend linken Lehrern. Dann kam ich auf einmal auf ein konservatives Gymnasium, es war ein regelrechter Schock für mich. Ich habe da weiter meine Zeitung verteilt, aber dann haben die mir gesagt, ich soll, haben mir das verboten. Ich habe es trotzdem weitergemacht und auch scharfe Artikel gegen die Lehrer geschrieben. Und dann haben die gesagt, also entweder gehe ich freiwillig von der Schule oder ich fliege halt von der Schule, dann bin ich freiwillig gegangen, dann war ich auf der nächsten Schule. Da
hatte ich dann nicht mehr so stark politisch agiert, aber hatte da eine schwierige Phase, habe permanent den Unterricht gestört, hatte auch eine 5 in Betragen, weil es damals, also war ich der Einzige, das gab es uns gar nicht. Also die Mädchen hatten alle eine 1, dann die meisten Jungs hatten eine 2, die ganz negativ sich verhalten haben, hatten eine 3 und 6 gab es als Betragensnote gar nicht, gab nur 5, das war die schlechteste Note und die hatte ich und da wäre ich auch, ich hatte mehrere Klassenkonferenzen dann auch fast von der Schule geflogen sozusagen, einfach so, ja, weil ich mir nichts habe sagen lassen, was mir nicht eingeleuchtet hat. Also ich weiß noch ein Beispiel, damals hatte ich noch geraucht, das ging um Zigarettenrauchen im Schulgelände und dann sagt der Lehrer, ich soll es ausmachen, da habe ich, die anderen haben es dann halt ausgemacht, ich habe es nicht ausgemacht, ja. Ich habe gefragt, warum, da hat er gesagt, weil der Rauch schädlich ist, da habe ich gesagt, das leuchtet mir nicht ein, Sie haben ja auch einen Raucherlehrer, sind wir mitten in der Schule, da geht der Rauch viel stärker raus, als wenn ich das hier kurz zum Pausenhof mache, lange Rede, kurzer Sinn, hatte ich eine Klassenkonferenz, wo es um das Thema ging oder ein anderes war, weil ich praktisch die Lehrerin kritisiert hat, weil sie keine Notenbesprechung gemacht hat. Ja? Also Diskussion der Noten, bevor die Noten vergeben wurden. Und dann hat die gesagt, wenn die anderen Lehrer ich habe gesagt, die anderen Lehrer machen es auch. Dann sagt sie, wenn die anderen Lehrer bei Rot über die Ampel gehen, mache ich das deswegen lange noch nicht. Und dann habe ich das protokolliert, hatte dann auch so eine Klassenkonferenz gegen mich und habe dann aber dann immer die Lehrer untereinander, gegeneinander ausgespielt, sodass also am Schluss jede dieser Klassenkonferenzen nicht negativ für mich war, sondern für den Lehrer, der sehr angestrengt, weil ich habe immer die Schwächen der Lehrer gesucht und habe dann die Lehrer, die da alle saßen, da waren ja die gesamten Lehrer, die mich unterrichten, plus Direktor versammelt. Ich habe die so gegeneinander ausgespielt, dass die dann untereinander diskutiert haben, statt mich fertig zu machen. Also, Sie haben geschrieben, einige wollten Sie gar nicht mehr unterrichten. Nee, die wollten mich nicht unterrichten und ich habe mich dann auch, irgendwann hatte ich eine schwierige Phase, ich habe mich in der 13. Klasse von der Schule dann auch komplett abgemeldet, habe dann jahrelang nur Haschisch geraucht und getrennt und so weiter nach Frankreich, ja, und dann wollte ich mich dann doch wieder anmelden, ein Jahr später, und da war es also sehr schwierig, dass die mich überhaupt noch genommen haben, aber zum Glück hatte ich einen Direktorin, die er fand, hatte ich deren Sympathien und so konnte ich dann doch noch mein Abitur machen. Ja. Später kam dann auch recht viel Struktur in Ihr Leben. Ich finde das ganz spannend, weil da gibt es so einen Wendepunkt. Also bis zum 40. Lebensjahr, da war das so eine eher intellektuelle Laufbahn. Sie waren wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, Cheflektor bei einem Verlag, Journalist bei der Welt. Sie hatten es gerade erwähnt. Ich glaube, Sie haben mal geschrieben, Kohle bis zu dem Zeitpunkt auch wenig oder kaum vorhanden. Ist das korrekt? Gar nicht vorhanden. Ja. Also ich habe zwar als Ressortleiter gut verdient bei der Welt, ja. Also ungefähr, weiß nicht, 200.000 D-Mark damals. Das war also für einen Journalist gut, ja, habe ich gut ausgehandelt. Hatte auch noch zum Teil einen Beratervertrag mit dem Buchverlag, sodass es auch noch mehr war. Aber ich habe es halt immer alles ausgegeben, jeden Monat und nichts gespart. Und in dem Moment, wo ich mich dann entschieden habe, dass ich vermögend werde, reich werde, war mein Kontostand damals minus 30.000 D-Mark auf dem Girokonto und plus 20.000 auf dem Sparkonto. Also sagen wir, denkbar unvorteilhaft für mich, nur für die Bank gut. Ja. Und ja, das war damals auf jeden Fall mein Kontostand. Ja. Was ist da passiert so um die 40? Sie hatten dieses recht gut strukturierte Leben und dann haben Sie das umgestellt, wurden Unternehmer. Heute sind Sie nach eigener Aussage Multimillionär. Wie kam es zu dieser Wende? Das kam im Prinzip, ich hatte eine Zeit, die war sehr schwierig. Ich hatte beim Springer Verlag, bei der Welt, sehr viele kontroverse Diskussionen und Probleme. Ich hatte dann auch im persönlichen Bereich eine schwierige Phase, hatte geheiratet und die Ehe ist schon ganz kurz danach dann wieder kaputt gegangen und so weiter. Also einfach mal eine schwierige Phase im Leben und besonders aber auch berufliche Existenzängste, Unsicherheit, ja, weil ich, wie gesagt, da in der Welt viele Gegner hatte, auch also in der Zeitung Die Welt, ja. Und ja, dann war für mich eigentlich ein ausschlaggebendes Erlebnis ein Spaziergang mit einem bekannten Politiker, Peter Gauweiler von der CSU. Und mit dem hatte ich damals viel zu tun. Den mochte ich auch, weil er selbst ein absoluter Nonkonformist ist und Querkopf ist. Ja. Und er sagt dann irgendwann im Gespräch zu mir, bleibt stehen und sagt, Herr Zittelmann, so Querköpfe wie Sie und ich, Sie müssen einfach mal reich werden oder richtig Kohle machen oder irgendwie, ja, dann können Sie sich Ihre eigene Meinung eher leisten auch, ja. Und das hat mir einfach eingeleuchtet, ja, und das war für mich deswegen sehr wichtig, das Gespräch, weil
von Natur aus, also von meinem Elternhaus her, war Geld eher negativ belegt. Ja, das ist das Form mit dem Klopapier. Richtig, mein Vater hat immer gesagt, Geld ist wie Klopapier. Das heißt, man braucht es zwar, aber es ist irgendwo wie ist Klopapier, besonders wenn es gebraucht ist, es ist dreckig, es stinkt. Ja. Und das war so die Einstellung. Klar, mein Vater ist evangelischer Pfarrer und da hat man eher so auf die reichen Leute so drauf geschaut, dass man gesagt hat, der hat zwar viel Geld, fährt einen dicken Mercedes, aber wahrscheinlich hat er es irgendwo auf moralisch fragwürdige Weise verdient oder ist oberflächlich und die Bücher, die bei ihm zu Hause stehen, sind wahrscheinlich alles Attrappe, also und wahrscheinlich liest er eher die Bildzeitung. Das war so die Stereotype über Reiche, die man da mitbekommen hat und dann in dem Gespräch mit dem Gauweiler hat er zwei Dinge zusammengebracht, also das eine, was von zu Hause aus positiv belegt war für mich, also das heißt Nonkonformismus, gegen den Strom schwimmen, die eigene Meinung haben, ja, das war ja positiv belegt und das andere Geld war negativ belegt, aber der hat die beiden Sachen praktisch in dem Moment verlinkt, zusammengebracht bei mir, sodass ich auf einmal Geld mit Freiheit verbunden habe. Jetzt nicht unbedingt teure Luxusgüter zu kaufen. Ich bin auch heute jetzt ein Mensch, ja, ich habe ein schönes Auto und eine schöne Uhr, aber ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt übermäßig im Luxus schwelgt immer, sondern Geld einfach als Ausdruck von Freiheit zu tun und zu lassen zu können, was man möchte. Und das hat mir eingeleuchtet, hat es Klick gemacht und danach habe ich gesagt, okay, leuchtet mir ein, ich werde Millionär. Das hat ganz gut geklappt dann in den Folgen. Ja, klar, hat geklappt. Also ich habe mir das als, das Wichtigste ist ja, dass man das den Vorsatz erstmal hat und als Entschluss fasst. Und das war auch gar nicht so lang. Das hat vielleicht 5 Jahre gedauert und dann war das halt so. Ja. Sie haben ja Vermögen gemacht, zum einen mit einem Beratungsunternehmen und mit Immobiliengeschäften, gebe ich das richtig? Genau, ja. Also einmal als Unternehmer. Ich habe dann eine PR-Agentur gegründet, habe also gekündigt bei der Welt, obwohl ich da also überhaupt keine Probleme mehr hatte zu dem Zeitpunkt. Im Gegenteil, die wollten mich noch halten mit mehr Geld. Ja. Und habe dann ein Beratungsunternehmen gegründet für PR im Immobilienbereich mit einer Mitarbeiterin. Am Schluss hatten wir 40, 50 Mitarbeiter und wir waren auch mit großem Abstand Marktführer in unserer Nische, die wir uns gesucht haben in Deutschland. Ja, die Firma gibt es jetzt auch immer noch, die habe ich allerdings vor 2,5 Jahren dann verkauft. Ja. Und ja, das war das die eine Quelle, wo ich halt sehr gut mit verdient habe mit der Firma. Und dann habe ich das, was ich verdient habe, im Immobilienbereich angelegt und habe da stark antizyklisch agiert. Also auch wieder gegen den Strom, anders als die anderen Menschen. Und das, was mir früher oft Probleme gemacht hat, nämlich, dass ich also die Dinge anders mache als andere und gegen den Strom schwimme, ja, das hat mir dann auf einmal zu sehr, sehr viel Geld verholfen. Sprich, Sie haben in den Berliner Wohnungsmarkt beispielsweise investiert, als der am Boden war vor 10, 12 Jahren? Sowas. Genau, also das meiste habe ich investiert 1999 bis 2004. Und so ein Beispiel, das beschreibe ich auch die Zahlen genau in meiner Autobiografie, also das vielleicht als kleiner Werbeblock zwischendrin, wen das alles näher interessiert. Ja. Wenn du nicht mehr brennst, starte neu, heißt die Autobiografie, die ich letztes Jahr geschrieben habe. Und da lege ich auch das Beispiel jetzt mal konkret dar. Ich kann es aber auch kurz erzählen. Das war 2004 ein Haus in Neukölln, ich glaube 25 Wohnungen oder so. Das wollte keiner kaufen damals, weil damals hieß also, in Berlin zu investieren, ist dumm, weil die Immobilienpreise sind am Boden, die Mieten waren eher rückläufig. Überhaupt im Wohnungsbereich zu investieren, ist blöd. Und Neukölln zu investieren, ist sozusagen das Allerblödeste, was jemand machen kann. Das war damals die Meinung. Und weil das die falsche Meinung war, konnte ich halt die Immobilie sehr günstig kaufen. Man misst das immer in einem Vielfachen von der Jahresnetto-Kaltmiete. Heute werden Häuser in Neukölln mindestens zum 30-fachen der Netto-Kaltmiete verkauft. Damals habe ich zum 6,8-fachen gekauft. Ja. Das heißt, ich habe das Haus für 1 Million gekauft, ohne eigenes Geld. Ich habe mir also alles von der Bank geliehen, sogar auch die Maklerkosten und Grunderwerbsteuer komplett geliehen. Habe es dann aber eine relativ hohe Tilgung eingezogen, was möglich war, weil die Anfangsrendite war 15%. Dann war es praktisch nach 11 Jahren fast entschuldet. Da waren noch 200.000 Schulden an Restschuld drauf. Habe es dann für 4,2 Millionen verkauft und habe allein jetzt mit dieser einen Geschichte zum Beispiel aus 0 Euro 4 Millionen Euro gemacht. Und so Beispiele
gab es halt öfters, was ich gemacht habe. Wie hat Ihr Vater auf Ihren zunehmenden Reichtum reagiert? Ja, der fand es dann nicht negativ. Der hat ja gesehen, dass ich alles auf ehrliche Arbeit durch gute Ideen und auf ehrliche Weise verdient habe. Und er freut sich da für mich. Also da ist jetzt, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Und der hat jetzt vielleicht dadurch auch gesehen, dass es Reiche und Kapitalisten gibt, die jetzt auf eine moralisch gute und nicht fragwürdige Weise dazu gekommen sind. Und jetzt bitte Thema 2 aus dem Sack ziehen. Oha, das Thema Liebe. Welche Rolle spielt die Liebe in Ihrem Leben? Ja, spielt eine große Rolle. Ich war öfters verliebt in meinem Leben und habe allerdings, ich war nur ganz kurz verheiratet, zweimal, ja. Und habe eine ganze Reihe Beziehungen gehabt, von denen manche nur ein paar Wochen gingen, manche ein paar Monate und die längste hat 13 Jahre gedauert. Und das waren aber, ja, spielt schon eine große Rolle für mich so. Ja. Gibt es so einen Punkt, den Sie eventuell beschreiben können, wo Sie gemerkt haben, oh, aus dieser Beziehung ist jetzt mehr geworden? Da ist etwas gekippt von Freundschaft oder einer guten Beziehung mit einer Frau zu Liebe? Naja, meine Erfahrung ist, man kann das am Anfang nicht sagen, ja, weil ich unterscheide mal zwei Worte, das Wort verliebt sein und Liebe. Ja. Verliebt sein ist so das Gefühl, was man kennt im Bauch, wo man dann immer an den anderen denkt und sich freut auf jeden Anruf und so ein sehr schönes Gefühl, manchmal auch ein schmerzhaftes Gefühl. Das nenne ich so verliebt sein und das dauert nach meiner Erfahrung in der Regel ein paar Monate, vielleicht dauert es auch mal ein Jahr, das ist aber kein Dauerzustand, der jetzt über ganz lange Zeit währt. Und davon würde ich mal unterscheiden, die Liebe, das ist das, was wächst, wenn man sich jetzt sehr lange kennt. Ja, wenn man also gemeinsame positive und negative Erfahrungen gemacht und es ist einfach was über die Jahre wächst und dann auch stabiler ist, aber nichts mit dem Verliebtsein zu tun hat. Und jetzt kann es durchaus passieren, ist mir auch schon passiert, dass ich jemanden kennenlerne, wo also die Verliebtphase wegfällt. Ja, ich habe öfter so Beziehungen, die nenne ich so Freundschaft plus Sex, ja, also man ist befreundet, ja, man hat auch Sex zusammen, aber es ist keine Liebe jetzt, kein Verliebtsein da. Und trotzdem kann daraus manchmal dann auch im Lauf der Zeit Vertrautheit und Liebe entstehen aus so einer Beziehung. Also ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass man jetzt von Anfang an in jemand verliebt ist, sondern ich glaube, die Phase, die kann es manchmal geben, manchmal nicht, aber sie spielt keine so große Rolle, weil es sowieso nur ein paar Monate lang dauert. Ja. Wenn Sie an so einen Punkt kommen, wo Sie merken, upsala, da ist jetzt eventuell mehr, wie reagieren Sie denn? Naja, es war jetzt kompliziert bei mir in den letzten Jahren von meinem Leben, weil ich habe also wie gesagt häufig sehr, sehr junge Freundinnen. Ich hatte mit, wie alt war ich damals, mit 47 jemand kennengelernt, Mädchen, die war 18 damals. Ja, wir waren dann ein paar Jahre zusammen, haben auch zusammen gewohnt und irgendwann ist es auseinandergegangen und sie hatte dann einen Freund, ja, also das war jetzt nicht der Grund, warum es auseinandergegangen ist, sondern danach. Und wir haben es aber trotzdem weiter getroffen und also auch hatten auch Sex zusammen weiter, ja. Und aber sie hatte halt einen Freund und ich hatte dann gleichzeitig halt auch andere Freundinnen und deswegen war das also ein bisschen anders, als es bei anderen Menschen ist, wobei ich immer sehr ehrlicher Mensch bin, alle wissen voneinander. Ja, also das okay. Ist so sehr wichtig. Ich halte nichts von Geheimnistuereien, sondern mir ist so Ehrlichkeit sehr wichtig. Ja. Würden Sie sagen, das Leben wäre manchmal leichter ohne Liebe? Naja, ohne die Probleme, die mit ihr kommen? Nee, ich meine, das wäre schrecklich, ein Leben ohne Liebe. Also das wäre schon schrecklich. Das ist auch für mich sehr, sehr wichtig im Leben. Ja. Natürlich hat jede Seite, jede Sache, die positive Seiten hat, die hat dann auch, ist mit Schmerz verbunden. Also was ich hoffe, was ich nie machen werde, dass ich in der Phase des Verliebtseins heirate. So. Das ist also eine Hoffnung, die ich habe, dass ich das nie tun werde. So. Ja, weil ich habe auch mal vom Psychologen, also wenn man verliebt ist, ist man ja geistig nicht richtig zurechnungsfähig praktisch. Ich habe auch mal vom Psychologen gelesen, der hat also dargestellt, dass Verliebtsein und Geistesgestörtheit praktisch die identischen Symptome hat. Ja. Und wenn man in so einer Phase dann die wirtschaftlich wichtigste Entscheidung seines Lebens trifft, ja,
zum Beispiel, wie ich das von Freunden gesehen habe, zum Beispiel eine Ehe ohne Ehevertrag. Ja, dann ist natürlich Katastrophe, wenn sie so einem Zustand der geistigen Verwirrung, jetzt mal negativ gesagt. Also das hoffe ich, dass es bei mir nie passiert. So. Ehevertrag finde ich ist ein guter Punkt. Hat auch so einen negativen Touch, aber eigentlich bringt er doch so viel Klarheit in eine Beziehung, beziehungsweise dann Ehe. Meine Vorstellung ist, macht die Dinge langfristig leichter. Wie sehen Sie das? Ja, also sagen wir, für mich wäre das jetzt gar keine Debatte. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, ohne Ehevertrag zu heiraten. Und wie gesagt, wenn es jemand macht, kann ich es mir nur damit erklären, dass er das in der Phase der Verliebtheit tut, wo er praktisch nicht so klar nachdenkt über die Konsequenzen. Ja, die meisten Leute, die klar, wenn man verliebt ist, denkt man nicht dran, dass es zu Ende geht, sondern man hofft ja, das ganze Leben zusammen zu bleiben. Und trotzdem ist ja die Tatsache, wenn man das jetzt mal rechnerisch sieht, ich glaube, die Hälfte von allen Ehen in Deutschland werden geschieden. Ich glaube, in Großstädten sind sogar noch mehr wie in Berlin. Also wird man schätzen, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, dass 60% der Ehen geschieden werden. Und jetzt nimmt man mal die nicht geschieden werden, die dann zusammenbleiben. Ja, wie viele davon bleiben zusammen aus Gewohnheit oder aus finanziellen Gründen oder was weiß ich. Dann bleibt am Schluss, dass vielleicht eine von 10 Ehen so verläuft, dass man sagt, so wünscht man sich das. Und darauf zu rechnen, dass man jetzt zu denen gehört und darauf alles zu setzen, ist ja doch nicht so richtig realistisch. Ich finde es ganz spannend. Ich meine zu erkennen, dass sich Ihr Freiheitsstreben auch in Ihrem Liebesleben und Denken wiederfindet. Ja, absolut. Das ist vielleicht für mich die große Überschrift Freiheit. Also mir hat auch nie im Leben irgendein Mensch, oder sagen wir mal, das letzte Mal, dass mir ein anderer Mensch irgendwas gesagt hat, das war vielleicht mit 12 Jahren meine Eltern. Danach haben meine Eltern vollständig die Macht über mich verloren. Ja. Und auch in der Schule habe ich erzählt, also kein Lehrer habe ich mir irgendwas sagen lassen, auch in der Uni von keinem Professor, auch wo ich als Angestellter gearbeitet habe. Ich habe immer das gemacht, was ich wollte, was mir Freude gemacht hat. Ich hatte das Glück, meisten Chefs zu haben, die mich absolut 100% haben arbeiten lassen, was ich wollte, genau wie ich heute auch arbeite oder später als Unternehmer. Und dann ist klar, dass ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen würde, jetzt eine Beziehung einzugehen, wo auf einmal mir jetzt vielleicht die Frau dann mein Leben diktiert oder mir jetzt Vorschriften macht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Also ich bin schon ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ja. Danke. Und jetzt zurück zum Aktuellen. Lassen Sie uns sprechen über die Psychologie der Superreichen. Das ist zum einen erschienen als Buch, aber es ist auch Ihre Dissertation über eben Superreiche in Deutschland. Es gab 45 Gespräche. Wie kamen die zustande? Also, wie kam das Buch, das Thema überhaupt zustande? Ich hatte ein anderes Buch geschrieben, Reich werden und bleiben, und habe bei dem Verfassen des Buches geguckt, ob es wissenschaftliche Analysen dazu gibt, ja, weil ich ja von ursprünglich halt Wissenschaftler bin. Da habe ich gesehen, es gibt sehr wenig. Es gab eine Dissertation, die ist an der Uni Potsdam entstanden. Da wurden 472 Reiche befragt. Die waren aber jetzt nicht so richtig reich, meiner Meinung nach. Die haben im Median 1,4 Millionen Euro besessen. Wohlhabend, wird man vielleicht heute sagen. Und dann habe ich den Professor kennengelernt, also ich habe, bei dem die Dissertation entstanden ist. Also ich habe oft einfach Leute, die Bücher geschrieben haben, oder in dem Fall halt der Professor, wo es entstanden ist, kontaktiert. Wir haben zum Essen getroffen und dann hat er mir erzählt, dass sie jetzt eine zweite Studie machen über Personen, die so um die 5 bis 10 Millionen haben. Dann habe ich gefragt, was ist mit der Stufe drüber? Also Menschen mit einem 2- bis 3-stelligen Netto-Millionen-Vermögen. Und da kann man natürlich keine quantitative Untersuchung mehr machen, weil da gibt es jetzt keine Stichproben, wo genug Menschen da drin wären, sondern da kann man nur qualitative Studien machen, also das, was ich gemacht habe, und habe den dann gefragt, wie viele man da interviewen müsste für so eine Studie, und er sagt, naja, so nach der Deutschen Forschungsgemeinschaft müssten so mindestens 25 Personen müsste ich finden. Und dann habe ich gesagt, okay, das traue ich mir zu, habe einfach eine Liste gemacht von den Leuten, die ich erstmal persönlich kenne, und das waren also schon deutlich mehr als 25, die jetzt so ein 2- bis 3-stelliges Netto-Millionenvermögen haben, und hat dann gehofft, dass die mich noch zu anderen weiterempfehlen, und am Schluss waren es 45, und ich hätte auch noch mehr sogar interviewen können, aber das hat sich dann immer wiederholt, und es waren dann auf 1700 Seiten praktisch Transkriptionen von diesen Interviews, sodass ich dann bei 45 Stopp gemacht hatte.
das war ja schon fast doppelt so viel, wie man sich ursprünglich vorgenommen hat. Die meisten hatten so zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde, also so ein paar hundert Millionen. Ja. Die Ärmsten, die hatten zwischen 10 und 30 Millionen, wobei auch da war es eher bei den 30 Millionen als bei den 10. Ja. Ja. Aber das war die ärmste Gruppe und der Schwerpunkt war tatsächlich so 30 Millionen bis 1 Milliarde. Und wichtig war, es waren alles, also fast alle Selfmade-Leute, die also das in erster Generation selbst verdient haben. Und es waren auch ein paar dabei, die haben geerbt. Aber die Bedingung war immer, dass ich festgestellt habe, dass also der das Erbe dann erheblich erweitert hat. Also wenn jemand, sagen wir Beispiel, 1 Million geerbt hat und hat 100 Millionen draus gemacht, war der für mich interessant. Natürlich, wenn jetzt jemand 100 Millionen geerbt hätte und hätte 10 Millionen draus gemacht, wäre für meine Fragestellung uninteressant gewesen, weil ich wollte herausfinden, welche Persönlichkeitseigenschaften und Strategien und Verhaltensweisen man braucht, um reich zu werden. Und da ist jetzt natürlich ein reiner Erbe nicht sinnvoll für die Fragestellung. Sie sind dann durch Deutschland gefahren, haben diese Menschen besucht? Ich habe erstmal die angerufen und geguckt, dass ich also, dass die bereit sind dazu. Und das ist ja schon auch eine verkäuferische Leistung, auf die ich stolz bin, weil dadurch, dass die Interviews ja anonym waren, weil das war mir klar, sonst macht keiner die Interviews, ja. So, dadurch war es ja so, dass der es also selbst nichts davon hat, wenn er das Interview gibt. Und das war jetzt erstmal auch die Herausforderung für mich, dass ich die Leute dazu gewinne, mir 1 bis 2 Stunden ihrer Zeit zu schenken. Also so lange haben die Interviews immer gedauert, ohne dass der Mensch irgendwie was davon hat. Und das war das erste Mal, den am Telefon davon zu überzeugen. Und dann musste halt ein Termin vereinbart werden, was bei den Leuten auch nicht so einfach ist, weil die haben ja viele Termine und da sind auch oft Termine dann kurzfristig abgesagt worden und da braucht man 2, 3 Anläufe, bis dann der Termin wirklich zustande kam. Und klar, die waren überall in Deutschland verteilt, einer war auch in USA und 3 haben in der Schweiz gelebt, ja, also da bin ich schon viel rumgekommen dann. Ja. Wurden Sie mal überrascht bei diesen Besuchen? Wie überrascht, wie meint es? Ja, nach oben oder nach unten, so von wegen, der Pomp hat sie erschlagen oder die Verhältnisse waren vielleicht einfacher, als sie das erwartet hätten? Nein, das jetzt nicht, aber sagen wir mal, das waren halt sehr unterschiedliche Menschen auch so, ja, und schon auch manchmal keine einfachen Menschen. Also einer, der hat mich jetzt sehr beeindruckt, der hat nur einen Hauptschulabschluss. Der hat schon, da war er noch nicht mal 10 Jahre alt, angefangen zu arbeiten, hat sehr viel gearbeitet in seinem Leben, meistens 110 Stunden die Woche. Und der ist Legastheniker, der kann auch bis heute nicht richtig lesen und schreiben. Der lässt sich, also der kann schon lesen, aber es fällt ihm halt schwer. Er sagt, er lässt sich immer, er liest die ersten Sätze von einem Brief und die letzten und wenn sich das nicht reimt, hat er gesagt, dann lässt er sich es vorlesen halt. Ja. Und der ist jetzt einfach durch viel soziale Kompetenz, durch eine praktische Intelligenz, durch auch eine ungeheure Zielstrebigkeit und Arbeitsamkeit. Der hat jetzt nicht ganz 1 Milliarde gehabt, aber ist auch schon in die Richtung dazu gekommen. Aber was für ein Unternehmensbereich, was für ein Wirtschaftsbereich? Das war ein unterschiedlicher, das war im Immobilienbereich, aber auch Logistikbereich, unterschiedliche Bereiche. Ja. Zu den Ergebnissen Ihrer Studie. Welche Schnittmengen haben Sie festgestellt bei diesen Menschen? Also erstmal ist ja klar, dass auch von den Superreichen nicht jetzt alle gleich sind. Ja? Das sind auch schon verschiedene Menschen und trotzdem kann man gewisse Muster feststellen in der Persönlichkeit, die gehäuft immer wieder auftauchen und die Menschen auch von anderen Menschen ganz deutlich unterscheiden. Ja? Und ein Merkmal ist das, was ich vorhin auch von mir selbst gesagt habe, dieser Nonkonformismus gegen den Strom schwimmen, das ist also eine ganz wichtige Eigenschaft, was auch eigentlich logisch ist. Ich meine, einer, der alles so macht, wie alle anderen machen, bei dem kommt da auch dann nicht ein paar hundert Millionen als Ergebnis raus. Der muss ja Dinge anders machen. Und ich kann einen Interviewpartner jetzt mal zitieren, weil 2 haben sich geoutet, weil der Spiegel einen großen Artikel drüber gebracht hat. Und der eine war der Theo Müller, also von Müllermilch. Der hat mit 4 Mitarbeitern angefangen, hat heute 21.000 Mitarbeiter und ein Vermögen von über 3 Milliarden Euro. Und der hat so ein Beispiel dafür gebracht, der sagt,
bei ihm war das Beispiel jetzt logischerweise mit Kühn, weil er natürlich starke Beziehungen zu Kühen hat. Ja. Da sagt er, da ist er so ein Weg, da läuft eine Kuhherde mit 100 Kühen. Ja. Und links ist ein Wiese, ein Rasen, also ganz saftig, ja, mit ganz viel Gras. Und rechts ist so ein Rasen, der ist also fast abgegrast schon. Da sind so Grasbüschel, aber viel Erde. Mhm. Und da sagt er, 99 von den Kühen gehen natürlich nach links zu dem saftigen Wiese. Ja. Und die ist aber ganz schnell abgegrast. Und eine Kuh geht nach rechts, wo also am Anfang weniger ist. Aber die frisst noch genüsslich ihr Gras weiter, während das links schon abgefressen ist. Das war für ihn so ein Bild, ja. Und das war also, sagen wir, schon ein, nicht das einzige, das sind auch viele andere Merkmale, aber ein wichtiges Merkmal, dass es Nonkonformisten sind, Menschen, die also auch eine gewisse Freude dran haben, gegen den Strom zu schwimmen. Sprich, das Haus in Neukölln. Das ist so ein Beispiel dafür, ja. Viele Menschen ohne viel Geld stellen sich sehr wahrscheinlich die Frage, ob Menschen mit viel Geld glücklicher sind. Eine sehr zentrale Frage beim Thema Geld. Sind sie das? Also die Frage, die habe ich jetzt nicht gestellt, weil auch ja ein Mensch, ist er glücklich oder nicht, was die Antwort, die der gibt, die wäre ja jetzt nicht besonders relevant. Es gibt aber sogar eine Forschung dazu. Da habe ich in einem anderen Buch Reich werden und bleiben ein Kapitel drüber geschrieben, die sogenannte Glücksforschung, ob jetzt Geld glücklich macht. Und da gab es unterschiedliche Befunde. Aber nach den aktuellen Forschungen kam man also dazu, dass Menschen, die mehr Geld haben, die leben nicht nur deutlich länger, die sind nicht nur gesünder, sondern die sind auch glücklicher. Und ist klar, wir kennen alle diese Sprüche, Geld allein macht nicht glücklich zum Beispiel. Ja, das ist aber ein saublöder Spruch meiner Meinung nach. Das ist so ähnlich, wie wenn mir jemand sagen würde, Sex allein macht nicht glücklich. Klar, logisch nicht. Ja. Trotzdem wäre jetzt ein Leben ohne Sex scheiße. Ja. Und jetzt ist auch praktisch, wenn man es mal aufs Geld überträgt, ja, ist natürlich nur ein Bereich von vielen. Ein Baustein. Ist ein Baustein. Es gibt die Gesundheit, es gibt Freunde, es gibt berufliche Dinge, spirituelle Dinge oder intellektuelle Dinge. Ja. Da ist Geld letztlich nur eine Komponente. Aber ich mache mal ein Gedankenexperiment. Ja. Ich sage, jedem Mensch, der mir sagt, Geld ist unwichtig. Mach mal eine Liste 3 Monate lang von allen Problemen, die du in 3 Monaten hast. Und dann schreib daneben, welche dieser Probleme nicht da gewesen wären, wenn du jetzt mal beispielsweise angenommen 10 Millionen Euro hättest. Selbst solche Probleme, die nichts mit Geld zu tun haben, die wären zumindest nicht schwerwiegender oder schlimmer, wenn man Geld hat, sondern manche davon sind auch einfacher zu ertragen. Und jetzt bitte Thema 3 aus dem Sack. So, die Hand verschwindet im Sack und kommt heraus. Größenwahn. Mit dem Thema Größenwahn. Das ergänzt sich ja ganz gut hier. Auch gerade mit dem Blick auf die Superreichen. Ich vermute, Größenwahn ist sehr hilfreich, wenn man ein Vermögen aufbauen will, aber schlecht, um eins zu halten. Absolut, haben Sie gut auf den Punkt gebracht. Ja. Weil ich weiß nicht genau, wie man Größenwahn definieren soll, aber ich sag mal, eine Sache, die ich auch untersucht habe, ist Optimismus über Optimismus, ja, was ja schon damit zusammenhängt, ja. Und ich habe auch untersucht Risikobewusstsein und die Kombination von extremem Optimismus und extrem Risikobewusstsein kann ja schon auch zu so Ausprägungen von Größenwahn führen am Schluss, ja. So, und da ist es so, dass jetzt die Leute, die ich interviewt habe, alle extrem optimistisch waren. Ich habe also immer so eine Skala vorgelegt von -5 ist der totale Pessimist und +5 ist der totale Optimist. Und da haben sich also die meisten auf +3 bis +5 eingeordnet. Und ich habe dann eine andere Skala abgefragt. Risikobewusstsein, habe ich gesagt, der total risikoaverse Mensch ist -5, also der Beamte, der alles Geld aufs Sparbuch bringt, und der extrem risikobewusste ist +5, und da waren auch die meisten wieder bei +3 bis +5, und das stimmt, das ist natürlich, sagen wir mal, kaum Mensch würde ein Unternehmen gründen, wenn er jetzt nicht extrem optimistisch wäre, weil rein statistisch gesehen gehen die meisten Unternehmensgründungen ja in die Hose und scheitern ja, und so ähnlich wie ich es bei den Ehen gesagt habe, da muss man auch schon extrem Optimist sein, weil die meisten ja scheitern hinterher. Ja. Also trotzdem ist natürlich gut, dass die Menschen so optimistisch sind, sonst wird keiner heiraten, sonst wird auch keiner eine Firma gründen. Also der Gesellschaft nützt es, ja, und den Menschen, den nützt es auch, manchen, ja. Aber ich habe dann auch gesehen, dass
wenn du dann wiederum reich bleiben willst, ja, dass dann auch irgendwann wichtig ist im Leben, dass du dein Risikoprofil deutlich runterschraubst. Und die Leute, die das nicht tun, ja, die also weiter auf vollem Risiko fahren, die laufen natürlich Gefahr, dass sie dann irgendwann durch den extremen Optimismus alles verlieren. Und das habe ich schon in meiner Zeit als Journalist gelernt, wo ich also sehr vermögende Menschen kennengelernt habe, die auch dann pleite gegangen sind. Und da habe ich immer gesehen, dass die in dieser Phase die Realität gar nicht mehr wahrgenommen haben richtig, dass die also sich alles so verkauft und zusammengereimt haben, dass alle Probleme schon gelöst sind, obwohl ein Außenstehender sehen konnte, das ist Wahnsinn, der sollte lieber jetzt aufhören und seine Firma dicht machen, aber der hat immer weiter und weiter gemacht, ja, weil er praktisch durch den eigenen Optimismus fehlgeleitet wurde. Und deswegen glaube ich, dass Optimismus also auf der einen Seite was Gutes ist, aber auch eine Gefahr ist. Ja. Woher kommt Größenwahn, was denken Sie? Man sagt ja auch in der Medizin, dass Gift in einer bestimmten Portion gut ist und in einer übergroßen Portion schlecht. Ja? Und so ist es auch mit Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein ist sehr wichtig und ich glaube, die allermeisten Menschen haben eher zu wenig Selbstbewusstsein als zu viel Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist sehr wichtig, aber wenn man viel Selbstbewusstsein hat, dann tritt ja eine gewisse Spirale ein in der Regel. Man hat viel Selbstbewusstsein, ist dadurch erfolgreich, ja? Dadurch steigt das Selbstbewusstsein noch, dann wird man noch erfolgreicher, dadurch steigt das Selbstbewusstsein wieder und es gibt so eine Spirale, die manche Menschen so lange ausprobieren, bis sie dann scheitern. Also jetzt nehmen wir mal ein extremes Beispiel, was das Ergebnis meiner oder Thema meiner ersten Dissertation war über Hitler, ja, war ja so ein Beispiel, ja, der fängt an praktisch als Obdachloser in Wien und tritt einer kleinen Partei mit 50 Leuten bei, erringt dann die Macht in ganz Deutschland, dann gelingt ihm außenpolitisch zunächst alles, also das sogenannte Anschluss Österreichs und die ganzen Dinge, das Sudetenland und so weiter. Also er hat eine ganze Reihe Erfolge in der Außenpolitik, auch in der Wirtschaftspolitik und er hat natürlich immer mehr sich als völlig unfehlbar gesehen, auch dann bei den Kriegen. Die Generäle, die haben ihm da oft eine andere Meinung vertreten. Er hat dann Recht behalten und zunächst, ja, und das hat ihn natürlich in der Meinung bestärkt, dass nur er genial ist. Und irgendwann ist es dann so übersteigert worden, dass natürlich da am Schluss die Niederlage stand. Und so, das ist ja, weiß man schon aus der griechischen Tragödie, ja, dass die Hybris, ja, dass das dann oft der Keim des Niedergangs ist. Und das Schlimme, also wie bei Hitler, dass dann viele andere Menschen auch oft in den Niedergang mit reingezogen werden. Ja, natürlich im Wirtschaftsleben ist auch so, dass es dann Menschen gibt, die dann irgendwo kein Stoppsignal kennen, die dann immer weitermachen machen müssen, auch nicht bereit sind, ihr Risikoprofil zu reduzieren. Und die Menschen werden dann hinterher pleite und deswegen, die tauchen dann aber nicht in solchen Dissertationen auf, wie ich sie jetzt geschrieben habe. Das ist also so ein methodisches Problem. Das wäre eine andere Dissertation für die Gescheiterten. Wenn ich jetzt sage, ich gucke mir nur an, was haben die Erfolgreichen gemacht, ja, und dann sage ich, dann muss ich es auch so machen. Das ist zu einfach, ja, weil ich... Gibt es ein extremes Beispiel, jetzt gehen Sie ins Spielcasino und fragen alle Gewinner, was hast du gemacht? Ja? Sagt er, ich habe alles voll aufs Risiko, auf die und die Zahl gesetzt. Ja? Und dann sagst du, okay, so muss man es offenbar machen. Ja? Das ist das Rezept, um eine Menge Geld hier zu gewinnen. Ja? Aber wenn du jetzt umgekehrt machen würdest, würdest du die Verlierer fragen, was hast du gemacht? Dann würde er dir wahrscheinlich genau das Gleiche sagen. Deswegen muss man also beide Seiten anschauen. Das war das Interview mit dem Sack, Folge Nummer 0010 mit Dr. Dr. Rainer Zietelmann, Historiker, Journalist, Bodybuilder, PR-Unternehmer, Immobilienmillionär und Reichtumsforscher. Das alles war oder ist er. Sein aktuelles Buch heißt Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, erschienen im Finanzbuchverlag. Ich bin Martin Klostermann. Den Sack gibt's via iTunes, Soundcloud und auf weiteren Kanälen. Weitere Infos finden sich auch bei Facebook. Einfach mal suchen mit Interview und dann Hashtag klein und zusammen mit dem Sack. Die nächste Folge erscheint dann Anfang Juli. Herr Zietelmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herr Dr. Dr. Zietelmann, zum Schluss machen wir es nochmal. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wenn Sie Regierungsverantwortung in Deutschland hätten, Ihre erste Amtshandlung oder vielleicht Ihre wichtigste, wie sähe die aus?
erstmal mit all dem aufzuräumen, zu beginnen, was die Merkel an Unheil angerichtet hat. Und das wird schwer genug sein. Machen Sie ein Beispiel? Naja, das gibt ja ganz viele Bereiche. Von der Euro-Rettungspolitik, die in die völlig falsche Richtung läuft, die Flüchtlingspolitik, die auch meiner Meinung nach verfehlt ist, bis zu der Energiewende, Energiepolitik. Also es gibt klar, hat nie einen Politiker in der Nachkriegsgeschichte gegeben in Deutschland, die so viele Zeitbomben gelegt hat, die später mal platzen. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob man sich freuen kann, dann irgendwann danach die Regierungsverantwortung zu haben, weil jede dieser drei Zeitbomben wird irgendwann hochgehen. Ja. Sie sind Mitglied der FDP? Ja, ja, genau. Seit 24 Jahren schon. Vielleicht fragt man Sie ja demnächst. Alles klar, herzlichen Dank. Dankeschön.